Vogelspinnen. Also wir haben immer Katzen gehabt. Haus habe ich gehabt. Ich habe kein Haustier dafür haben, also habe ich mir selber welche zugetan, und zwar Schnecken. Wir haben Fisch gehabt. Wir haben den Deckel aufgelassen und meine Katze ist einfach innen und hat den Fisch das Hinterteil abgebissen. Aber sie hat nur so die hinteren Flossen abgebissen, so bei mega vielen. Und dann ist der Rest einfach weiter geschwommen und wir haben es zuerst nicht mal bemerkt. Und dann irgendwann so, wait a minute. Etwas fehlt da. Ich bin teilweise einfach in meinem Garten umeinander gekrasst und dann haben wir dort irgendwelche Schnecken zugetan und haben die dann heimgenommen und bei uns in der Stube an den Pflanzen an da. Und leider sind die Schnecken dann einfach ausgerechnet. Der Has, den ich hatte, der hat mein Vater ja extra ums Hasenkeg rundherum im Boden abgegraben und Gitter im Boden innen verlegt, dass der nicht unten durchgrabt. Plus, die haben das auch als Fuchsschutz, dass nicht der Fuchs von außen innen kann graben. Ich habe einen Austauschjahr gemacht, bin dort in einer Gastfamilie gewesen, auch mit einem anderen Austauschschüler, der von Thailand gekommen ist. Und in der Familie hatte es einen kleinen Hund gehabt. Der war wirklich winzig gewesen. Der ist immer so auf dem Sofa gesessen, immer so ein bisschen eingewickelt in den Decken. Aber niemand hat überlegt, dass der Fuchs auch oben drüber rein kann. Ich habe eine Katze, die Besse. Das ist eine mega buschige Katze. Also wirklich Langhaarkatze. Und ich habe zweimal eine Party gemacht, wo ich halt so Kerzen so aufgestellt habe. Und dann spaziert halt der Mössi durch. Eines Morgens kommt mein thailändischer Gastbruder, sitzt auf dem Sofa, auf der Decke, wo drunter der Hund gelegen ist. Er sitzt dann fett auf dem Kopf, der Hund hat es überlebt. Zwei Wochen später ist er dann gestorben an irgendeinem Hirnschaden, der entstanden ist durch den Sit. Und hat es auch nicht einschätzen oder so. Und dann plötzlich hat er sein Fell Feuer gefangen. Es ist echt so schnell gesäckert, dass es wieder ausgelöscht ist. Meine Cousins hatten einen Papagei, der ihnen zugeflogen ist. Und der hat so eine Angewohnheit, dass er einfach immer nur meinen Brüder angeschissen hat. Immer auf die Schultern. Happened.